Mein Name ist Christian Rohne. Wir sind hier auf dem Betrieb, auf dem Agrarwirtschaftsbetrieb in Klein-Demsin. Und dieser liegt circa nordöstlich in Sachsen-Anhalt und fast dicht dran an der Grenze zu Brandenburg. Und das heißt eigentlich, dass wir eher mit leichten Böden zu tun haben hier. Wir bewirtschaften insgesamt ca. 1200 Hektar. Davon sind ca. 400 Hektar Grünland. Und die restlichen Hauptkulturen, die wir anbauen, sind Weizen, Raps, Mais und seit diesem Jahr Soja. Wir haben uns für den Sojaanbau entschieden, um eventuell den Sojaschroteinsatz als im Betrieb für die Milchkühe selber abzudecken. Die Herausforderung bei der Ernte für den Mähdrescher ist die sehr tief angesetzten Schoten in dem Fall. Teilweise hängen diese bis zu 5 cm oder 4 cm. Das heißt, das Schneidwerk muss wirklich sehr tief arbeiten, um 100% Ertrag zu ernten. Hier an den Stängeln ist nochmal deutlich zu erkennen, dass wirklich alle Pflanzen abgeschnitten wurden und keine Bohnen mehr übergeblieben sind. Wir sind da auch wirklich der Reihe nachgegangen und haben wirklich von der Bodenbearbeitung an über die Aussaat bis zur anschließenden Weizen der gesäten Soja haben wir wirklich alles durchgeführt und dann auch nochmal Steine abgesammelt, dass wir wirklich versuchen, den unteren Bereich gut abzuernten. Wie man hier sieht, ist das Schneidwerk wirklich flexibel und kann bis zu 10 cm nach oben ausweichen. Durch diese Plastikkufen kann man wirklich tiefer mähen, ohne dass sich etwas aufstaut bzw. aufschiebt.